Sperma ist die Grundlage deiner körperlichen Existenz. Also in der yogischen Kultur wird dies als Virya bezeichnet. Virya wird als ähnlich wie Vajra betrachtet. Das bedeutet, es ist eines der stärksten Dinge, wenn man weiß, wie man es benutzt. Nicht nur Sperma, sondern einfach alles in diesem Körper kann umgewandelt werden. Sadhguru, die zweite Frage aus den sozialen Medien. Ayran Sain stellt diese Frage. Wie wichtig ist das Sperma eines Mannes für das körperliche, mentale und spirituelle Wohlbefinden? Kann die Verschwendung unseres Samens uns spirituell schädigen? Nun, weißt du, Sperma ist die Grundlage deiner körperlichen Existenz. Egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, ihr seid in die Existenz gekommen, weil das 50% der Inhaltsstoffe sind. Ja? Nun, wir haben Haut, wir haben Epithelzellen, wir haben Haare, wir haben viele andere Aspekte des Körpers. Du weißt schon, Herz, Leber, Niere, so viele Dinge. Alle diese Zellen sind auf ihre eigene Weise von einer bestimmten Potenz. Aber Sperma hat eine außerordentliche Stärke. Es kann ein ganz neues Leben schaffen. Nun, heute kannst du eine Epithelzelle nehmen und viele Dinge in einem Labor machen und vielleicht können wir dich klonen, in Ordnung? Das Potenzial ist also auch hier, aber es ist nicht in der gleichen Dynamik, wie es in einer Zelle ist, die als Sperma bezeichnet wird. In der yogischen Kultur wird dies also als Virya bezeichnet. Virya bezieht sich auch auf das, was man Vajra nennt, was Stabilität oder Diamant bedeutet, was die härteste Sache ist. Im menschlichen Körper gilt Virya also als Vajra. Das bedeutet, es ist eines der stärksten Dinge, wenn man weiß, wie man es benutzt. Nun, wie man es benutzt, du kannst es benutzen, um ein Kind zu erzeugen. Das ist eine Sache. Nun, wenn du diese Frage kommt, weil du es benutzt, um es auf die JNU-Bettlaken zu verteilen. Okay. Wenn du es so benutzt, nun, das ist dein Zwang. Du tust, was immer du tust. Das ist nichts, was moralisch zu beurteilen ist. Das ist nicht der Punkt. Es ist eine Frage dessen, wie hoch der Grad des Zwangs ist, den man hat. Aber alles in diesem Körper kann es zu einer anderen Funktionsebene umgewandelt werden, auf jeden Fall. Nicht nur Sperma, sondern alles in diesem Körper kann transformiert werden. Sieh, angenommen, ich gab euch allen Zutaten für die Zubereitung von Suppen, jedem von euch die gleichen Suppenzutaten. Glaubt ihr, dass ihr alle die gleiche Suppe produzieren werdet? Nein. Ihr werdet 500 verschiedene Suppen herstellen. Trotz der gleichen Zutaten. Das ist alles, was mit uns im Moment passiert. Alle von uns sind im Grunde genommen die gleichen Zutaten. Aber schau, wie unterschiedlich jeder von uns ist. Verschiedene Suppen. Nun, wenn ich dir Zutaten für eine Suppenherstellung gebe, kannst du entweder eine großartige Suppe oder eine miese Suppe machen. Hängt davon ab, welche Art von Fähigkeiten du hast, nicht wahr? Also das gilt für alles, nicht nur für das Sperma. Jede Ebene deines Körpers und deines Verstandes kannst du in etwas Großartiges verwandeln, oder du kannst es mittelmäßig machen, oder du kannst es zu einem ernsthaften Problem machen. Jeden Aspekt deines Lebens, das gilt auch für diesen Aspekt des Lebens. Dieselbe Energie. Schau. Die Menschen machen es wörtlich, aber wenn du bestimmte, sagen wir, Epithelzellen produzieren willst, wie viel Energie der Körper dafür aufwendet? Und wenn du eine Zelle produzieren willst, die du als Sperma bezeichnest, dann ist der Energieaufwand des Körpers sehr unterschiedlich. Dies kann wissenschaftlich belegt werden. Wenn du also dermaßen viel Energie in das investierst, hat es offensichtlich eine Kraft, wenn du weißt, wie man sie erkundet. Aber bist du kompetent zu erforschen? Bist du fähig zu erforschen? Hast du die notwendige Sadhana und Anleitung, um das zu tun? Das ist ein großes Fragezeichen.